Ja, wir werden es sterben, denke ich mal. Ah, hoffentlich nicht. Halbes Herz. Da sind noch Leute. Das ist auch vielleicht ganz geil. So, jetzt können wir mal hier einmal zumachen. Eben schnell. Können wir essen? Reicht das zum Essen? Nee, reicht never ever zum Essen. Schönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft UAC auf dem play.fpq.eu Server. Die Runde wird kacke heute, Leute. Die Runde wird sowas von kacke. Ich sag's euch. Also wir machen heute die Full Iron Challenge. Heißt, wir dürfen maximal Full Iron haben. Ich würde aber sagen, sobald wir jemanden... Hallo, Blöcke? Sobald wir jemanden killen, dürfen wir deren... Sachen aufnehmen, oder? Also das heißt, wir dürfen dann, wenn wir jemanden töten sollten, dürfen wir die Sachen nehmen. Ich glaube, damit können wir uns, darauf einigen, ist, glaube ich, eine ganz gute Art, weil ich glaube, ganz Full Iron schaffen wir nicht, aber wir müssen halt jemanden killen, um die Sachen halt auszutauschen. Das würde ich halt sagen. Deswegen willkommen zur Full Iron Challenge. Und das Problem ist halt, wir können die natürlich versuchen, auf Prot 3 zu bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich mache das Ganze ja hier First Try, das heißt, keine Ahnung, welche Taktik am besten funktionieren wird oder so. Wir müssen es einfach ausprobieren, dass es irgendwie hinhaut. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es klappen wird. Wir haben wieder tolle Fragen bekommen. Natürlich auch wieder Daumen nach oben. Wäre super, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben wieder mal 500 Daumen nach oben geknackt. Vielen lieben Dank dafür. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, sehr gerne Daumen nach oben lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. So, wir haben den ersten Kommentar. Und zwar war das von Samo Klar. Und zwar, Dom, warum bist du so gut in Minecraft? Ja, Hex. Tut mir leid, Invis halt, ne? Kennst du ja. Nee, weiß ich nicht. Ich spiele einfach gerne Minecraft und ich glaube, ich habe mich wieder so ein bisschen verbessert. Ich war mal zeitweise echt nicht gut. Mittlerweile kann ich aber sagen, habe ich, glaube ich, wieder einiges dazugelernt. Apropos dazulernen, wir brauchen noch dazu bekommendes Zuckerrohr und dazu bekommenden Sand brauchen wir noch. Wir gehen mal darüber. Da ist, glaube ich, sind das drei? Nee, ne? Waren nur zwei, oder? Es sind drei, super. Und Sand ist hier nicht. Sand an Land ist hier über... Was ist das für eine Map? Das ist ganz komisch irgendwie auch. Wo ist denn Sand? Ist hier irgendwo Sand? Irgendwie in der Nähe oder so? Boah, das ist eine gute Frage gerade. Ich sehe hier keinen Sand. Doch, da ist Sand. Super, auch viel Zuckerrohr. Wir nehmen mal einiges mit, einfach nur, um vielleicht ein paar mehr Bücherreihe Linus zu machen. Wir haben auch schon 19. Das ist super. Wir nehmen mal alles Mögliche mit. Komm, wir nehmen mal alles mit, einfach um so viele Bücher zu machen, wie es geht. Einfach um die Eisenrüstung so hoch zu bekommen, wie es geht. Da ist auch schon... das ist ganz geil hier. Also ist nicht geil, aber hier ist ein bisschen was an Eisen. Das ist schon mal ganz gut. Nehmen wir uns mal mit, dann können wir uns schon mal eine Spitzhacke machen. Da wäre cool, wenn da zwei Eisen wäre. Ja, super. Dann haben wir auch schon einen Eimer. Das ist auch schon mal ganz geil. Wir machen mal kurz Folgendes und uns hier die aber tollen Werkbänke, die wir so dringend brauchen. Ich kann nie hotkeyen, wenn ich was in der Hand habe. Das ist kacke. Das finde ich immer doof, dass ich da nichts hotkeyen kann. Weil ich könnte dann halt nichts rauskeyen. Das ist doof. So, wir haben schon mal den ersten Goldapfel vielleicht. Nein, knapp vorbei. Ist auch daneben, Leute. Und hier Diamant. Wir dürfen natürlich einen Bogen machen und ein Schwert natürlich aus Diamant, aber keine Rüstung. Heißt, es wird... Es wird kacke. Es wird nicht geil. Ich bin echt gespannt, wie es werden wird. Wir nehmen nochmal hier kurz das Schärfli mit. Das Schärfli, Bananerfli. Und was haben wir hier? Oh, eine Schlucht mit Nether. Sehr geil. Finde ich gut. Die Frage ist, wie komme ich hier am besten runter, indem wir nochmal kurz Wasser holen von da. Hätte ich ja vielleicht vorher machen können, Leute, aber ist okay. Wir gehen da mal runter und dann holen wir uns da das ganze Zeugs. Dann gab es noch eine Frage und zwar von Devus Dito. Und zwar fragt Dom, wer ist denn dein Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? Schwierige Frage. Ich glaube, wen ich besonders gerne mag, ist eigentlich... ja, ich glaube, Bryan Cranston, halt Walter White, finde ich ganz geil. Komme ich dann auch hin? Super. Walter White finde ich eigentlich ganz geil. Ist ein sehr toller Schauspieler bei Malcolm mittendrin oder eben bei Breaking Bad. Fand ich sehr cool. Und ich muss sagen, Liam Neeson ist auch einer, den ich sehr gerne mag. Einfach von seiner Art und Weise. Und ich mag so die Actionfilme von ihm. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Action-Film-Fan bin. Aber bei ihm, muss ich sagen, schaue ich es ganz gerne an. Also das sind so meine, ja, so zwei meiner Lieblingsschauspieler. Irgendwie. Finde ich ganz cool. Also die mag ich sehr gerne irgendwie. Wir haben uns hier mal alles zusammen so ein bisschen, was wir eben so bekommen und
Wir brauchen natürlich ein bisschen was an Eisen für die Full-Eisen-Rüstung halt und so weiter und so fort. Ich glaube, die Runde wird kacke. Also verzeiht es mir, wenn ich sofort sterben werde, ne? Verzeiht es mir bitte, aber wir können es natürlich öfter mal ausprobieren. Ich meine, wir haben ja hier extrem viel Zeit bei Ungeschnitten. Wir machen natürlich ein paar Runden. Also ich meine, wir können ja auch in der nächsten Episode nochmal dasselbe versuchen und so weiter und so fort. Also wir haben genügend Zeit, um das auszuprobieren. Also von daher, nö. Wenn es jetzt nichts wird, machen wir es am nächsten Mal einfach nochmal neu. Aber so ist eben das Format. Mal ein bisschen gucken, was so geht. Ein bisschen Glück haben natürlich auch. Und schauen. Gut, aber wo schauen? Wir wollten uns schon mal die Rüstung machen. Machen wir uns schon mal hier. Leute. Das war natürlich sehr, sehr clever von mir. Das ist super gewesen. Es ist super gewesen von mir. Wow. Wow, geil. Egal, ich meine, Eisen bekommen wir genug. Es ist nicht so, als hätten wir jetzt kein Eisen mehr. Und wir müssen jetzt gucken, wo wir bleiben. Aber war schon ungeil. Ich meine, wir können trotzdem versuchen, ein paar Dinger zu verzaubern vielleicht. Ginge das? Vielleicht, ja, würde vielleicht gehen, dass wir die Harnische verzaubern oder so. Ja, komm, wir werfen mal zwei weg und den Rest behalten wir. Wir gehen mal rein in den Nether jetzt, indem wir nochmal kurz, erstmal kurz noch das aufstellen, machen uns nochmal einen Kopf und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Wobei, wir machen erstmal kurz, glaube ich, eine Dia-Spitzhacke und bauen uns hier, Obsidian ab, Leute. Ich habe jetzt mal schon mal, 7 Bücher gemacht und eben einen Zaubertisch. Das heißt, wir haben 7 Bücher noch übrig. Vielleicht bekommen wir hier noch ein paar Bücher. Oh, wir spawnen richtig geil. Machen natürlich hier einmal die obligatorische Wand hin, einfach um zu wissen, wo wir lang müssen. Wir machen mal kurz Folgendes. Super. Holen uns mal kurz das hier weg. Aua. Das ist immer kacke hier. So viele Dinger. Echt ein bisschen viel. Aua. Wir müssen kurz einen Apfel nehmen, glaube ich. So, hallo. Dürft ihr mal alle sterben? Dankeschön. Ist auch noch ein Creeper irgendwo, habe ich gesehen, in der Nähe. Aber der ist mir erstmal egal. Da ist noch ein... Oh Gott, noch eins von diesen Viechern. Na komm, du bist ein Creeper, du bist bitte weg. Gehst du bitte weg, Creeper? So, dankeschön. Es ist, boah, knifflig hier. Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Oh geil, das ist super. Schärfe ist kacke. Ich bin ein bisschen angespannt gerade, weil... Oh Gott. Weil es halt ein bisschen knifflig hier sein wird wahrscheinlich. Ich würde ganz gerne nochmal kurz oben nachgucken, einfach nur um zu gucken, was hier so gespawnt ist. Ganz viel Kacke natürlich ist hier gespawnt. Wir schauen mal kurz hier rein, nehmen uns ein paar Bücher mit. Schärfe 2 brauchen wir aber auch nicht zwingend, ist egal. Wir gehen wieder raus und zwar war das hier irgendwo. Da oben war der Ausgang und wieder raus hier, Leute. Schleunigst rauskommen, super. Also, wir haben jetzt noch ein paar mehr Bücher. Wir haben richtig guten Stuff, meiner Meinung nach. Haben auch sehr viele Flaschen bekommen. Das ist auch super. Dann können wir schon mal anfangen zu verzaubern, Leute. So ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen was für den Bogen. Den haben... Wow. Ich... Ja. Inventar öffnen. Ich bin nicht so gut in Form heute vielleicht. Aber ich bin auch extrem angespannt, weil es halt eine echte Herausforderung ist. Das muss man schon mal sagen. Bin sehr angespannt deswegen. Wir haben Schärfe 2 rausgenommen. Das war kacke. Wollten wir eigentlich nicht machen. Ne? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wollen wir Schärfe 2? Ich glaube eher nicht so. Wir machen auch schon einmal kurz einen Braustand und können den Rest mal eben wegwerfen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Und zwar den Rest brauchen wir nicht mehr. Den nicht mehr. Den nicht mehr. Eine Angel wäre vielleicht auch noch drin. Aber boah, ich weiß nicht so recht, ob wir die machen wollen so zwingend. Redstone habe ich irgendwo hier auf dem Boden gesehen. Letztens. Eben irgendwann. Und wir wollen natürlich hier einiges an Lapis Lazuli, um natürlich zu verzaubern. Gut, dann machen wir eben alles und ich hoffe, dass es irgendwas wird. Nächste Frage kam aber von Lovis Nexus. War da gerade geschrieben, es ist nichts gegen dich, aber ich finde, du sollst deine Runden mehr cutten. Ich mache heute mal eine etwas härter gecuttete Runde, weil ich einfach auch wenig Zeit habe. Wir haben schon 3 Uhr und die Folge, oder halb 4 mittlerweile schon. Und die Folge muss halt schon um 18 Uhr online kommen. Deswegen sorry dafür, aber heute ein bisschen mehr gecuttet. Und Kollege, an dich eine kleine Bitte. Du musst nicht schreiben, nichts gegen dich. Ich meine, du machst eine einfache Kritik. Das ist vollkommen in Ordnung. Kritik ist super, super wichtig und so. Kannst du super gerne schreiben. Da musst du nicht schreiben, es ist nichts gegen dich. Kritik ist immer gerne gesehen, Leute. Also da müsst ihr auch nicht denken so, ich habe da irgendwie, ja, dass ihr ein Problem mit mir habt oder so. So ist es nämlich nicht. Also alles cool, Leute. Alles super. Alles ist im Rahmen. Alles im Lot. Super, wir brauchen gar nicht so viele Diamanten heute, das ist natürlich ganz cool. Aber es sind trotzdem welche. Wir nehmen uns mal eben kurz mit hier.
Gut, dann machen wir uns Folgendes. Wir fangen mal an. Wir brauchen halt sehr, sehr viel Gold, ne? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehme mal kurz die hier nochmal, pack die mal nach ganz hinten. Wir haben eh keine Goldäpfel gerade. Und bauen mal kurz so auf. Da ist irgendwas gespawnt unter mir gerade mal wieder. Super, das ist immer geil, wenn irgendwas unter mir spawnt. So und so. Und machen schon mal die Warze hier rein. Machen uns nochmal zwei weitere Äpfel. Und versuchen mal alles zu verzaubern so ein bisschen. Und zwar machen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann können wir uns schon mal Schärfe 3 von machen. Das geht schon mal ganz klar. Haben wir genügend... wir brauchen noch ein bisschen mehr an Eisen. Leider. So, jetzt können wir einen Braustand machen. Wir haben jetzt genügend Diamanten. Das ist super. 1, 2 und 3. Werfen mal kurz die Dinger hier weg. Die brauchen wir nämlich nicht mehr, glaube ich. Und, oder wir sammeln sie auch wieder auf, ist auch super. So, jetzt müssen wir uns mal kurz ein bisschen, also die Folge heute wird ein bisschen anders als sonst. Also ein bisschen mehr mit überlegen und so und machen und tun und gucken halt, ne? Ein bisschen mehr gucken, Leute. Ich kann mal kurz ein paar Sachen wegwerfen hier unten rein, und zwar die wir nicht mehr brauchen werden. Ich glaube, wir brauchen, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das nicht mehr. Das behalten wir mal alles, den brauchen wir auf jeden Fall jetzt gleich mal. Und können schon mal auf Schärfe 3 gehen. Wir bräuchten noch zwei Diamanten. Wir suchen uns noch mal kurz eine Stelle raus, wo wir vielleicht noch mal zwei Diamanten bekommen werden. Dann haben wir das auch schon mal fertig und sind dann so weit stacked, dass wir den Rest machen können. Mehr Diamanten brauchen wir halt auch nicht mehr. Ich schaue mich mal halt kurz hier um. Währenddessen beantworte ich mal die letzte Frage für heute, und zwar von Salzcrew. Und zwar, hast du irgendein spezielles Gaming-Ritual, sowas wie Gaming-Socken oder Hände vorher aufwärmen? Ich trage immer beim Aufnehmen oder beim Zocken immer meinen speziellen Tanga. Denn der Tanga ist super, weil je mehr es in der Ritze einfach klemmt und eng ist, ist super. Das motiviert mich immer so, um dann gut zu spielen, Leute. Also ein Tanga kaufen kann ich jedem nur empfehlen. Ist eine gute Entscheidung. Ist die beste Wahl eures Lebens, Leute. Also der Gaming-Tanga würde ich euch als Merch auch anbieten vielleicht. Wenn ihr einen Tanga-Merch haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare und lasst mal einen Daumen nach oben da. Dann gibt es den Gaming-Tanga-Merch, ja, irgendwann. Das sind die ja super. Einer reicht uns ja schon. Gut, wir sind stacked, Leute. Wir sind jetzt echt stacked, haben alles beisammen. Mehr brauchen wir nicht mehr. Im weitesten Sinne brauchen wir nicht mehr, ne? Ich glaube, das reicht so. Und zwar mal kurz aufstellen, einmal so, einmal so und einmal den Zaubertisch, den wir auch irgendwo haben, super. Und zwar fangen wir jetzt mal an und holen uns natürlich nochmal ein paar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, und holen uns nochmal kurz Sticks. Und ich nehme euch mal mit auf meine Reise, wie ich am effektivsten hier jetzt irgendwie versuche, irgendwas zu machen. So, und zwar 1, 2, das ist mein Schärfe 3, wunderbar. Wunderbar, jetzt brauche ich 5 Level, 5, super. Die habe ich jetzt, dann mache ich so, und jetzt brauche ich nochmal 10 Level. Wir haben halt extrem viel Bottles, das ist super. Damit können wir schon gut was anfangen. Schärfe 4. Ich denke, in Zukunft können wir wirklich auch versuchen, bei den Dia-Sachen auf Schärfe 3 zu kommen, um ehrlich zu sein, oder? Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich. So, wir haben da, wir brauchen natürlich Level erstmal. Wir machen mal 6 Level, müssten normalerweise immer reichen für alle Sachen. Okay, Schutz haben wir hier, super. Da bekommen wir Kacke drauf, da bekommen wir Kacke drauf. Und den Kopf haben wir noch an, um ehrlich zu sein. Habe ich das vergessen, den auszuziehen. Da bekommen wir auch keinen Schutz. Heißt, wir nehmen mal kurz ein Buch und bekommen darauf Schutz. Super, können jetzt mal gucken, ob wir jetzt darauf Schutz bekommen, auf die Schuhe Schutz bekommen und auf die Hose noch. Super, alles hat wunderbar funktioniert. Dann können wir schon mal hingehen und können die Hose auf Schutz 2 machen. Könnten den anderen Harnisch nochmal verzaubern, aber nur dumme Sachen. Dann nehmen wir nochmal ein anderes Buch. Bekommen damit 4 Level. Machen wir kurz eben 4 Level und bekommen darauf Schutz. Harnisch nochmal ausprobieren. Leider wieder nichts geworden. Nochmal Schutz. Harnisch nochmal ausprobieren. Auch Schutz bekommen. Super. Heißt, wir machen den Harnisch auch schon mal auf Schutz 2. Haben also jetzt Hose und Dingens auf Schutz 2 und haben zwei Bücher mit jeweils Schutz. Heißt, wir machen nochmal hier Schutz 2 drauf, super. Und auf den Helm machen wir auch nochmal Schutz 2 drauf. Haben jetzt überall Schutz drauf, super. Jetzt müssen wir noch ein paar Bücher verzaubern gehen, und zwar, ja, Schärfe. Nehmen wir auch mal gerne mit, ich meine, müssen wir halt mitnehmen. Stärke,
Ich gehe nochmal kurz auf den Harnisch. Bekomme ich da Schutz drauf? Super. Nehmen wir mit. Dann können wir nochmal gucken, ob wir hier jetzt mal wieder Schutz drauf bekommen. Auch super. Können dann den Harnisch, also den Harnisch hier, mit dem Buch nehmen. Schutz 2. Und können dann daraus, boah, Alter, Schutz 3 machen. Kostet mich 5 Level. Okay, super. Den natürlich zuerst, den Unverzauberten. So, Schutz 3 Harnisch haben wir schon mal, Leute. Es ist echt schwierig, aber es klappt ganz gut. Schärfe brauchen wir erstmal nicht mehr. Heißt, noch mehr Bücher verzaubern. Noch mehr Schutz. Wir können auch natürlich noch Stärke machen. Wird natürlich auch noch drin, wenn wir mal irgendwann kein Dingens mehr haben, keinen Schutz, können wir auch Stärke nehmen. Nehmen wir mal kurz Stärke. Super. Wir nehmen Stärke. Boah, es ist schon ein Unterfangen, was echt schwierig ist, um ehrlich zu sein. So, da haben wir noch Schutz bekommen. Heißt, wir brauchen noch einmal Schutz, auf jeden Fall. Bekommen wir nur Schärfe drauf, oder schon Sicherheit. Dann verzaubern wir mal kurz das Eisenschwert. Dann haben wir zumindest ein Buch nicht verbraucht. Scheiße. Okay, wir müssten mal kurz Level nochmal rein. Wir müssen jetzt ein paar Bücher leider verschwenden. Ansonsten kommen wir halt nicht mehr zum Ziel, glaube ich. Boah, oder wir verzaubern nochmal, nochmal ein paar, oder wir craften uns nochmal kurz ein paar Schuhe, glaube ich. Die kosten halt am wenigsten. Vielleicht bekommen wir da jetzt Schutz drauf oder so. Wäre halt ganz geil. Ja, super. Wir haben noch ein Schutzbuch gehabt. Nein, wir können die beiden mal kurz wegwerfen. Noch ein anderes Schutzbuch brauchen wir ganz dringend. Vielleicht bekommen wir es ja aber irgendwie. Ein anderes Schutzbuch. Da haben wir noch ein Schutzbuch. Ist doch geil. Super. Schutz 2. Und dann 5 Level und machen uns hier auch Schutz 3 drauf. Boah, Alter, ey. Aber man merkt, es ist sogar möglich, auch mit Diastuff auf Schutz 3 zu kommen. Habe ich gar nicht so wirklich gedacht. Aber du schaffst es, glaube ich, auch relativ simpel mit den Sachen echt super auf Schutz 3. Das ist mir nie so aufgefallen. Coole, coole Sache. Gut, Schutz werden wir drauf bekommen. Wir brauchen natürlich nur genügend Level gerade. Haben aber auch gleich keine Level mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. So. Okay, Schutz. Jetzt nochmal ein Buch mit. Schutz wäre super. Ja, 6 Level müssen wir dafür ausgeben. Aber ist egal, wir brauchen halt die 6 Level. Nur wir verschwenden dadurch natürlich keine 6 Level, sondern nur 3. So, dann machen wir jetzt nochmal so und so und bekommen darauf Schutz 2. Und brauchen jetzt noch 5 Level. Und haben zumindest 3 Teile. Wir haben halt nur relativ wenig Äpfel, Leute. Wir haben halt nur 4 Äpfel gerade. Wir müssen dann nochmal kurz irgendwie auf Goldsuche gehen. Das ist halt ein bisschen wenig, aber wir brauchten halt die Zeit, um ehrlich zu sein. Ohne die Zeit wäre das halt nicht, nicht funktioniert. Wir haben echt alles gebraucht an Zeit jetzt wirklich. Das ist halt kacke, aber gut, wir haben 4 Äpfel. Das reicht vielleicht, reicht das. Aber ich glaube, die Runde wird halt eher... Ah, ist aber eine Ausprobierrunde, Leute. Ist eher so zum Ausprobieren und zu gucken, was mal so geht irgendwie. Wir machen das Ganze natürlich wieder so rum. Haben da auch Schutz 3, super. Und die Hose eben auf Schutz 2. Müssen wir halt eben jetzt mit leben. Den Bogen haben wir auch. Wir haben Schärfe 4. Alles soweit ganz geil. Wir brauchen jetzt nur noch mal ein paar Gold. Nochmal wäre super. Da ist Eisen. Das ist nicht so geil. Aber hier ging es natürlich auch nirgendwo weiter. Doch vielleicht hier noch irgendwo. War ich hier schon mal? Anscheinend schon. Ja, hier war ich schon mal. Ein Minütchen noch. Das sag ich aber nicht. Da ist noch ein Dia. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Aber wir brauchen eher noch Gold. Oder ist eine Spinne. Jetzt bloß nicht treffen lassen von der. Es wäre kacke gewesen. Hier geht es noch weiter. Haben wir irgendwo noch Gold? Wäre super. Also ein Gold würde mir reichen. Einfach nur, um es zu stacken. Würde es mir schon vollkommen reichen. Ich brauche nur ein stackbares Gold. Für die Zukunft halt. Aber ich glaube, wir haben hier nochmal Fallschaden. Super. Wir haben hier, glaube ich, kein Gold mehr am Start, ne? Das ist kacke. War hier schon irgendwer? Weil irgendwie sieht es so aus, als wäre hier schon mal irgendwer gewesen. Das ist kacke. Aber wir haben kein Gold mehr gefunden. Egal, da müssen wir, gleich nicht vergessen, Gold vom Typen aufzusammeln. Doch, hier war schon irgendwer. Ich war hier zwar nicht, aber irgendwer war hier. Super, wir werfen die Sachen mal eben weg, die wir nicht mehr brauchen werden. Und gehen dann ins Deathmatch rein. Und hoffentlich, ja, wird das irgendwas. Das behalte ich mal. Wobei, das kann weg, das kann weg. Das kommt mal so. Okay, das kann weg. Wir sind soweit stacked, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir müssen einen Apfel pre-nehmen. Müssen natürlich ein bisschen jetzt abwarten mit den Äpfeln. Sind voll Iron. Boah, aber Schärfe, Stärke, Schutz. Schärfe, Stärke, Schutz ist schon super. Hier ist mir ein bisschen zu viel. Ja, wir haben ein Herz weniger. Müssen wir jetzt mit leben. Normalerweise gäppel ich ganz gerne nochmal drauf jetzt hier an der Stelle. Da ist einer. Meinst du, wir können da irgendwas schaffen vielleicht? Hat der schon wieder Verbrennung oder... Lol, okay, da ist einer gewesen. Irgendwo, hi, was geht's so bei euch? Du bist aber auch fast down.
Aber dann kämpfen die hoffentlich jetzt gegeneinander so ein bisschen. Wir machen mal kurz hier einmal. Den habe ich ja gar nicht gesehen, den Typen. Okay. Der war mir jetzt neu. Habe ich coole Sachen eingesammelt? Ja, Rüstung, ne? Das jetzt darf ich die eigentlich anziehen, aber ich lasse es mal sein, weil ich will natürlich versuchen, einen Kill selber zu machen. Das wäre mir natürlich auch sehr wichtig. Ach, guck mal, einer ist noch hier unten. Noch mehrere sind hier unten irgendwo. Aber wo genau sneaken die denn hier? Ah, ich weiß es gar nicht genau. Und vor allem, wie komme ich da rein? Ich weiß es nicht genau. Aber der wird nicht mehr verfolgt. Wir könnten den trotzdem versuchen zu bekommen. Nice, wir haben einen Kill gemacht. Ja, auch wenn natürlich wir jetzt verfolgt werden. Erst einmal mit 3 Herzen. Das ist natürlich super. Oh Gott, das war doof. Ja, wir werden jetzt sterben, denke ich mal. Ah, hoffentlich nicht. Halbes Herz. Da sind noch Leute. Das ist auch vielleicht ganz geil. So, jetzt können wir mal hier einmal zumachen. Eben schnell. Können wir essen? Reicht das zum Essen? Nee, reicht never ever zum Essen. Wir müssen nochmal kurz hier rumlaufen irgendwie. Ja, war halt versucht, aber leider nicht aufgegangen, unser Spielchen hier. Erst einmal. Vielleicht haben wir noch Glück und kommen hier irgendwie nochmal weg. Oh Gott, Wasser richtig placen, super. Hier nochmal kurz ein paar Blöcke placen, das ist auch wichtig. Ha, ha, ach, schade. Ja, es war super schwer. Wir haben einen bekommen. Wir haben einen bekommen und das richtig gut. Leider Gottes wurden wir halt dann abgestaubt in dem Sinne von dem anderen Typen, der uns verfolgt hat. Da hatten wir halt keine Chance mehr. Ich dachte, vielleicht hier noch irgendwie reingehen wäre super. Mit einem halben Herz habe ich auch Angst gehabt, hier irgendwie Fallschaden zu bekommen. Aber es kann funktionieren, Leute. Wir haben einen Kill gemacht. Es kann funktionieren, aber man fühlt sich eben auch so extrem unsicher, wenn man natürlich nur Full Iron ist. Hat aber ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und vielleicht können wir das nochmal versuchen. Schreibt mir gerne mal Tipps in die Kommentare, wie man das vielleicht ein bisschen effektiver machen könnte. Aber es war gar nicht so scheiße. Nur am Ende, ich meine, selbst mit Diamantrüstung und einem halben Herz hätte man das nicht überlebt. Ich meine, der Typ war halt Full Life und wir hatten ein halbes Herz. War halt wieder dieses dumme Abgestaube in dem Sinne, dass wir einen Kill gemacht haben und dann natürlich mit den Herzen weglaufen mussten. Aber ich meine, ist halt so, mache ich genauso, ist halt einfach so. Deswegen bis zum nächsten Mal da rein, mach's gut, auf Wiedersehen, tschüss, Tschüssikowski.